Freedom Force ist eine der Original 9, also eine der 9 Einzelspielerkarten, die dem Hauptspiel beilagen. Als Römer bekommt ihr die Aufgabe, eine Siedlung der Mayas zu zerstören, habt dabei aber selbst nur sehr dürftige Startvorgaben und müsst euch jeden Meter Bauplatz erarbeiten. Klingt also nach einer potenziell herausfordernden Karte. Ist sie aber nicht, und das aus einem ganz einfachen Grund. Die Mayas starten mit 25 Brettern und Steinen, 2 Steinmetzen, einem Holzfäller, einem Sägewerk, einem Förster und einer Getreidefarm und einer Ziegenzucht und einem Jäger und einer Waffenschmiede und einer Fischerhütte und einer Agavenfarm und einem kleinen Tempel und theoretisch ziemlich viel Platz. Und trotzdem wird die KI jedes Mal, egal ob auf leicht oder normal, ihre Wirtschaft gegen die Wand, weil ihr die Steine ausgehen, die sich aber auch weigert, eine Steinmine zu bauen. Das einzige, was diese Siedlung hinkriegt, ist Esel zu produzieren, weil sie aus irgendeinem Grund mit einer Eselzucht startet. Wenn sie nicht auch mit einer Ziegenzucht starten würde, wäre ich ja noch bereit zu glauben, der Mapper hätte versehentlich eine Eselzucht statt einer Ziegenzucht gesetzt und es einfach nicht gemerkt, weil die Gebäude so ähnlich aussehen, aber da beide Gebäude stehen, habe ich dafür keine Erklärung. Dafür bin ich mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass diese Karte mal funktioniert hat. Vielleicht wurden irgendwann mal die Baukosten einiger Gebäude geändert und deshalb funktioniert die Build-Order der KI nicht mehr. Keine Ahnung. Jedenfalls findet ihr nördlich eurer Startposition Kohle, am Ende dieses Flusses Stein, daneben Eisen, daneben wieder Stein und in diesem länglichen Gebirge Kohle, Gold und warum auch immer Nutzlosium. Ich könnte euch jetzt eine schöne Strategie erarbeiten, aber ganz ehrlich, die KI ist handlungsunfähig. Ihr müsst ein wenig micromanagen, weil euch am Anfang wirklich alles fehlt, aber da es keine Bedrohung gibt, könnt ihr euch alle Zeit der Welt lassen. Nun plane ich aber schon seit langer Zeit einen Remaster dieser Karte und wie ich feststellen musste, hat es diese Map bitter nötig. Leider war ich durch die Technik meiner Zeit begrenzt, weshalb das Bildmaterial zur Originalkarte stolze anderthalb Jahre auf meiner Platte lag. Nun hat aber Settlers United das Warriors Lib Plugin integriert, welches das Remaster benötigt, weshalb ihr die neue Karte auch nur über Settlers United beziehen könnt. Wie immer habt ihr jetzt 5 Sekunden, um das Video zu pausieren, falls ihr den Remaster ohne Spoiler spielen wollt. Erste Amtshandlung war, die Eselzucht der Mayas zu entfernen, eine Steinmine St. Bergmann zu platzieren und die Steinvorkommen der Mayas aufzuwerten. Ich habe außerdem den Großteil der Bäume im Gebiet der Mayas entfernt, da er sonst kaum Bauplatz hat. Und dann kam erstmal 9 Monate Pause, denn mein eigentliches Ziel war zunächst nicht machbar. Dank des Warriors Lib Plugins von Muffin Mario ist es aber nun möglich, gezielt Einheiten per Skript zu befehligen und das haben wir hier glatt genutzt. Das Plugin war aber noch nicht uneingeschränkt nutzbar und noch dazu nur für die History Edition erhältlich, weshalb ich das Projekt nochmal auf Eis legte. Es ist zwar weiterhin nicht für die Gold Edition verfügbar, aber wie gesagt nun standardmäßig in Settlers United integriert. Der kleine Tempel der Mayas wurde durch einen dunklen Tempel ersetzt, der aber an sich inaktiv ist. Allerdings werdet ihr in regelmäßigen Abständen von Mayas und dunklen Schamanen geradet. Hier sind aus Faulheit meinerseits keine Schwertkämpfer dabei, eure Türme sind also safe, aber eure Siedler solltet ihr trotzdem schützen und die Raids beginnen auf normal bereits nach 30 Minuten und wiederholen sich dann alle 25. Auf leicht habt ihr eine längere Schonfrist von 45 Minuten. Ähnlich wie in Dark Mirror werden die Sklaven nämlich in Mana umgewandelt, was wiederum zu großen Gold- und Waffengeschenken sowie Anwendung des Steinfluchs für euren Gegner führt. Die Startvorgaben und die Rohstoffvorkommen wurden ebenfalls etwas überarbeitet. Zu viel Zeit solltet ihr euch angesichts der Raids allerdings nicht lassen, aber da die Raid-Truppen einem festen Pfad folgen, kommen sie immer auf dem gleichen Weg durch den Engpass. In diesem habe ich aber auch ein paar Rohstoffe versteckt, wenn ihr dort also Minen baut, benötigen diese besonderen Schutz. Beachtet auch, dass ihr nur den dunklen Tempel zerstören müsst, die restliche Maya-Siedlung könnt ihr stehen lassen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Siedeln.